Liebe Studierende, hier eine Diskussion zur Lösung der Bewegungsgleichung des harmonischen Oszillators. Die Bewegungsgleichung hatte folgende Form: x2 plus omega 0 Quadrat x ist gleich 0. Die Frage ist also, welche Funktion x von t löst diese Gleichung? Also welche Funktion x von t zweimal abgeleitet ist dort proportional zu sich selbst? Das ist die Frage. Und die Lösung findet man über folgenden Ansatz, nämlich wir setzen an, die Lösung x von t sollte eine Form haben, nämlich e hoch lambda t. Dieser Ansatz ist deshalb naheliegend, weil die Exponentialfunktion abgeleitet ist wieder proportional zu sich selbst. Und auch zweimal abgeleitet ist die Exponentialfunktion proportional zu sich selbst. Deswegen macht das wahrscheinlich Sinn. Wir machen hier jetzt einen allgemeinen Ansatz, nämlich dass Lambda aus den komplexen Zahlen sein kann. Damit ist im Allgemeinen x von t eine komplexe Lösung. Nun können wir uns überlegen, was sind die Ableitungen, was ist also x Punkt? X Punkt von t ist Lambda e hoch Lambda t, beziehungsweise x2 Punkt ist dann einfach Lambda Quadrat e hoch Lambda t. Das ist jeweils die äußere Ableitung, gibt die Exponentialfunktion wieder, mal die innere Ableitung, die Ableitung von Lambda t ist gerade Lambda. Nun können wir das einsetzen in die Gleichung oben. Das führt also auf folgenden Ausdruck: Lambda Quadrat e hoch Lambda t, das war die zweite Ableitung, plus Omega 0 Quadrat mal die Funktion selber, also e hoch Lambda t soll 0 sein. Jetzt kann ich e hoch Lambda t rausheben und hier steht dann Lambda Quadrat plus Omega 0 Quadrat mal e hoch Lambda t. Das soll 0 sein für alle Zeiten, für jeden möglichen Wert von t. Damit das nun für alle Werte von t 0 ist, muss gewährleistet sein, dass dieser Ausdruck in der Klammer 0 ist. Nur wenn der Ausdruck in der Klammer 0 ist, dann ist das gewährleistet. Daraus folgt also Lambda Quadrat plus Omega 0 Quadrat soll 0 sein. Das nennt man auch das charakteristische Polynom. Wenn wir nun diese Gleichung lösen, werden wir eben Lösungen für Lambda finden. Das können wir auch umschreiben. Das bedeutet also, Lambda Quadrat ist minus Omega 0 Quadrat. Und jetzt sehen wir, was die Lösungen davon sind. Wir sehen, es gibt zwei mögliche Lösungen. Lambda kann sein Plus oder Minus. Das Plus oder Minus fällt ja weg, wenn man dann quadriert. I Omega 0. Das I zum Quadrat gibt das Minus und Omega 0 Quadrat gibt das. Das sind also die Lösungen. Jetzt sehen wir also, es gibt zwei mögliche Lösungen. E hoch plus I Omega 0 mal T oder E hoch minus I Omega 0 mal T. Also zwei Lösungen. x1 von t ist e hoch plus i omega 0 t, x2 von t ist e hoch minus i omega 0 mal t. Und wenn es zwei Lösungen gibt, können wir uns überlegen, die allgemeinste Lösung ist dann einfach eine Superposition bzw. eine Linearkombination dieser zwei speziellen Lösungen. Die allgemeinste Lösung ist also x von t, eine Linearkombination, das bedeutet ein Koeffizient c1 e hoch i omega 0 t plus ein Koeffizient 2 e hoch minus i omega 0 t, wobei auch hier gilt, c1 und 2, das sind komplexe Zahlen. Das wäre jetzt die allgemeinste Lösung. Falls wir nun einen speziellen Fall vorliegen haben, nämlich dass x von t irgendeine physikalische Größe sein soll, die eine reelle Zahl sein soll, dann können wir weitere Einschränkungen finden. Eben wenn x von t zum Beispiel irgendeine Auslenkung aus einer Ruhelage beschreibt oder einen Druck, eine reelle Zahl einfach, dann müssen wir noch weitere Einschränkungen vornehmen. Es gibt aber auch Situationen, wo in der Tat die komplexe Lösung von Interesse sind.
zum Beispiel gerade in der Quantenphysik, wenn wir komplexe Zustände finden, die Zustände von Quantensystemen beschreiben, dann muss ich diese Einschränkung nicht vornehmen. Nun, wenn das gelten soll, dann bedeutet das auch, dass x von t gleich seinem konjugiert komplexen Wert ist. Und das kann ich auch so schreiben, das ist gleichbedeutend mit x minus x Stern soll 0 sein. Wenn das gilt, dass x minus konjugiert komplex von x 0 ist, dann ist x eine Euler-Funktion. Und jetzt können wir uns überlegen, was ist der x Stern? Das ist jeweils ein konjugiert komplex hier, das ist c1 konjugiert komplex, e hoch minus i omega 0 t plus c2 konjugiert komplex, e hoch i omega 0 t. Und dann machen wir diese Differenz. Und zwar ergibt das c1 e hoch i omega 0 t plus c2 e hoch minus i omega 0 t minus das minus c1 Stern e hoch minus i omega 0 t minus c2 Stern e hoch i omega 0 t. Das ist gleich, und jetzt fasse ich jene Terme zusammen, die dieselbe Exponentialfunktion haben. Das heißt, ich fasse diesen Term mit diesen Term zusammen. Hier steht jeweils e hoch i omega 0 t. Hier steht also c1 minus c2 Stern e hoch i omega 0 t. Und dann fasse ich zusammen plus c2 minus c1 Stern e hoch minus i omega 0 t. Und das alles soll 0 sein. Und zwar für jeden Wert von t. Und das geht nur, wenn die Ausdrücke in den Klammern 0 sind. Das heißt, das geht nur, ist nur erfüllt, wenn C1 gleich C2 Stern ist. Aber wenn dieser Ausdruck erfüllt ist, dass der 0 ist, dann ist das auch gleich erfüllt. Weil wenn C1 gleich C2 Stern ist, dann ist auch C1 Stern gleich C2. Zweimal konjugiert komplex gibt C2. Das heißt, dann ist der Ausdruck auch 0. Und dann nenne ich einfach C1, wenn ich das verwende, C1 ist C2 Stern, das nenne ich einfach C, eine neue komplexe Zahl. Und das kann ich jetzt wieder einsetzen. Daraus folgt, die allgemeine Lösung ist also, C1 ist C, e hoch i omega 0 t und C2 ist C1 Stern, beziehungsweise C Stern. E hoch minus i omega 0 t. Um das jetzt noch weiter zu vereinfachen, können wir Folgendes anschauen. Wir können schreiben, c definiere ich jetzt als Betrag von c mal e hoch i delta. Das ist ein Betrag der komplexen Zahl mal einen exponentiellen Ausdruck mit der Phase hier. Sagen wir einfach delta. Und c und delta Strich sind einfach Zahlen. So, wenn wir diese Definition von c nun einsetzen in unseren Ausdruck für die Lösung x von t, dann folgt also, dass ich x von t auch so schreiben kann. C ist also Betrag von c von e hoch i delta Strich von e hoch i omega 0 t plus Betrag von c e hoch minus i delta Strich, weil konjugiert komplex genommen werden muss, von e hoch minus i omega 0 t. Jetzt sieht man, ich kann den Betrag von c herausheben und jeweils die Exponenten zusammenfassen. Hier steht also e hoch i omega 0 t plus delta Strich plus e hoch minus i und dasselbe Ausdruck, 0 t plus delta Strich. Jetzt kann ich diesen Ausdruck hier, nenne ich einfach Alpha, dann steht hier sowas wie e hoch i Alpha plus e hoch minus i Alpha. Und das ist gerade 2 mal Cosinus Alpha, weil es gilt ja, dass e hoch i Alpha geschrieben werden kann als Cosinus Alpha plus i Sinus Alpha. Und wenn Sie
dann nehmen e hoch minus i Alpha ist Cosinus Alpha minus i Sinus Alpha, und wenn Sie diese beiden Termen zusammenzählen, dann fällt der komplexe Anteil weg und es bleibt nur der reelle Anteil übrig, und zwar zweimal. Das bedeutet also, x von t kann ich schreiben als, das 2 hebe ich nach vorne, ist 2 mal Betrag von c, und dann bleibt übrig Cosinus von Omega 0 t plus Delta Strich. Und jetzt kann ich noch definieren eine Amplitude a, das ist einfach 2 mal der Betrag von c. Und damit findet man endgültig die Lösung. X von t ist eine Amplitude mal ein Cosinus, deiner Kreisergrenzung mal 0 mal t und einer Phase Delta Strich. Und das war die Lösung der harmonischen Bewegungsgleichung. Sie sehen also, das ist eine harmonische Funktion mit einer Amplitude a und einer Kreisfrequenz Omega 0 und einer Phase Delta Strich. Und jetzt sieht man hat zwei Konstanten hier, a und Delta Strich, die zu bestimmen sind. Omega 0 ist ja bestimmt durch die physikalischen Parameter des Problems, aber a und Delta Strich die können gefunden werden aus den Anfangsbedingungen. Zum Beispiel vor x von t gleich 0 sei zum Beispiel eine Amplitude x0 und x Punkt von t gleich 0 sei zum Beispiel eine Geschwindigkeit v0. Das heißt, dann werten Sie aus x von 0, zum Beispiel x von 0 ist a Cosinus Delta Strich, das sei also x0. Und v von 0, dazu muss man das zuerst ableiten. Die Geschwindigkeit ist also minus a Sinus, Cosinus gibt man minus Sinus abgeleitet, mal Omega 0 als innere Ableitung. Und wenn ich das dann an der Stelle t gleich 0 auswerte, findet man v 0 ist minus a Omega 0 mal Sinus Delta Strich. Und das ist einfach 0. Und nun kann man diese Gleichungen auflösen. Das heißt, a und Delta Strich kann man bestimmen, indem man x0 und v0 kennt. Und damit ist dann eine eindeutige Lösung gegeben. Was ich auch noch am Ende betonen möchte, was wir hier am Anfang hatten, war x2 Punkt von t plus Omega 0 Quadrat x von t ist 0. Das war die Bewegungsgleichung. Hier war die Variable der Funktion x, zum Beispiel die Zeit. Dieselben Lösungen würden Sie finden, wenn Sie eine andere Funktion oder eine andere Differentialgleichung vom selben Typ haben. Es könnte sein, dass wir Differentialgleichungen finden vom Typ zweite Ableitung von y nach der x² plus irgendeinem Parameter mal 0² mal y von x ist 0. Von der Form her, vom Typ her, das wäre jetzt nun eine Funktion y von x, ist dasselbe Typ der Differentialgleichung, die zweite Ableitung der Funktion plus um 0 Quadrat mal die Funktion selbst. Und das, dadurch, dass das vom selben Typ ist, kann man dann sofort die Lösung hinschreiben. In dem Fall weiß ich also, y von x ist einfach a Cosinus Omega 0 x plus Delta Strich, weil der gesamte Lösungsweg irrelevant ist, was nun die Bedeutung dieser Variablen sind oder was die Bezeichnung der Variablen ist.